Und herzlich willkommen zur Welt 3 von Super Mario 3D World. Ja, im letzten Part da habe ich es mir allein gemacht, noch die Sterne holen, deswegen bin ich hier alleine gerade. Okay, jetzt ist da das Level, wo ich euch den Blitz zeigen kann. Und ich komme jetzt noch schnell dazu, weil Stefan ohne mich nichts machen kann. Doch, er kann aber... Kannst du nicht. Doch. Laber nicht. Der Glitch geht eigentlich auch mit Luigi, also drück ab. Und mit dem Luigi. Ui, total. Okay, stopp. Da muss man aber ganz klein sein. Also... töten lassen. Okay. Und jetzt halt die Kugel nehmen. Schau mal, weg, weg. Man muss... kannst du da stehen bleiben, weil ich brauche Platz da. Schau mal. Man muss rennen. Hechtsprung, der geht nicht. Da geht, wenn man sich duckt und dann springt, dann Y gedrückt halten, greifen, dann fliegt man nach hinten. Bye bye. Warte, guck, ich versuche jetzt auch mal. Okay? Ja, weil der soll eigentlich auch mit Luigi gehen. Tot. Warte, wie geht der Hechtsprung nochmal? Ducken und springen dann. Also so geht der Hechtsprung. Wenn man groß ist, habe ich euch gerade gezeigt, geht er nicht. Man, oh Mann. man muss schon ein bisschen weiter hinten aufspringen. Jetzt so. Oh. Warte, ich mache mich auch kurz klein, um dir zu helfen. Sag mal, du darfst dann nicht in keine Richtung dann drücken. Oh. Glaube ich. Oh, weiter, es geht auch nicht. Ich habe gesprintet. Schau, man muss ja auch sprinten. Auf jeden Fall meine Feuerblume wieder. Alter, das ist meine! Gib mal einen Ball! Ich muss jetzt mal ausprobieren, was. Warte, ich will es ausprobieren, okay? Mhm. Komm, gehen wir einfach weiter. Gleich. Und hier hinten gibt's ein Fliegebox. Aber nur einige. Yep. Juhu! Damit kann man halt fliegen. Wieder Fliegepilze, nur Super Mario Bros. Wie um you und Luigi. Da hinten ist der Stern. Warte, ich hole uns kurz einen Wander. Komm, ich hole uns kurz einen One-Up, indem ich alle hier töte. Ich bin zu klein, also kann ich keine One-Up holen. Schau mal. Hol dir da den Stern. Danke. Und hier gibt's auch ein neues Item. Das gab's erst in 4 Spielen. Natürlich den Tanuki. Du kriegst den Tanuki, weil ich hab schon Feuerblume. Tanuki! Und da kann man auch ein bisschen fliegen, gell? Ja, Schwebi. Und da kann man... Und ich krieg jetzt den Schuh, oder? Ja. Kannst du den kurz abschießen, oder? Ich kann nicht schießen. Und dann hast du es wieder verloren. Ja, ich kann halt den Tanuki nicht umgehen, aber es nicht mit auf dem Ding drauf springen. Da kann man halt nicht stoppen, aber es ist halt drin. Der nächste Schuh ist meiner. Aber den Schuh kann man auch auf Schnee zahlen. Ist ein bisschen sehr, sehr, sehr unlogisch. Ich habe gerade einen One-Up geholt. Aber dafür mein Ding verloren. Kannst du kurz stoppen? Ja. Schau mal, hier, schau mal, ich bin jetzt in Ding mit... Warte, ich mach das mit dem Ding. Mach du mal bitte. Aber sammle ich alles, dann gibt's nur einen One-Up. Also wir haben... Okay, wir sollten uns jetzt besser beeilen. Komm schon, Hasi. Wir müssen jetzt den Hasen schnell jagen. Okay. Einfach auf ihn landen. Dann hier drüben ist der Stempel. Hol den Stempel. Ja. Drück Blase. Okay, gut. Gut, dass ich so weit vorgegangen bin. Im Stern, ich kann da nicht hoch, du bist der Hochspringer. Und du kannst, nein. du darfst nicht Y drücken, weil sonst tust y du wirklich, ich kann
Mit B meine ich. Item. Mit B renne ich. Also von Item Ziel. Armer Leute, muss an Toads Hintern schnüffeln. Oh. Ja, vielleicht hat Toad sich auch schon einen Erdbeerkuchen gegessen, gesetzt. Was auch schon, oder er hat einen Taco gegessen. Ja, da hätte Luigi was zu klappern. Oder was zu riechen. Armer Luigi hätte Toad sich auf den Taco gesetzt. Hätte Luigi gesagt, gut, dass du dich auf den Taco gesetzt hast. Okay, da ist noch ein Bowser-Level, so dafür brauchen wir Sterne, um freizuschalten. Und da ist auch noch die Buhu-Levelle. Wir machen zuerst die Buhu-Welle, gell? Ja. Aber ich liebe den Track auch bei der Buhu-Welle. Irgendwie einfach. Hey, schau mal, da draußen wartet ein Buhu auf uns. Fick! Du! Oh. Wow! Wow, wow, wow! Ich schau ihn noch an! Ich meine dich, weil du hast ne Ding auf mich gemacht, ne Stammvertatte. Was? Ich war hier und was da drüben. Ja, schau mal. Aber es hat immer noch große Auswirkungen, eine Stammvertatte. Bitte nimm du beide. Warte, hier unten ist auch noch was. Okay, du gehst unten, dann bin ich hier oben. Hey, da ist ein Geheimgang. Oh. Warte, kannst du kurz auf mich warten? Durch! Ich hab dich noch drüber geschafft, gell? Also jetzt muss ich mir halt durchhalten und das ist jetzt halt hier Seil springen. Einfach voll um den Stern kämpfen. Oh, wir haben Welt 2 was vergessen. Das zeigen wir euch dann am Ende von der Welt hier. Was vergessen? Das Boxhaus. Hier ist der Stempel. Jetzt einfach nur runterspringen! Oh. Und wenn man halt durch die Buchos durchschießt mit dem Ding, das hilft gar nicht. So, das geht einfach nur dumm durch. Ja, und das sind die schlechten ein paar Sekunden weg und die kann ich nicht wehtun. Was für ein gutes Deutsch ich doch kann. Ja, okay. Also... Alter, ich hoffe mich zu tragen, ich wollte gerade ein scheiß Item nehmen. Also, braucht ihr einen Deutsch-Nachhilfelehrer? Wählt mich. Hey, da hinten ist eigentlich ein Stern, also... Komm mit, wir brauchen einen Stern. Schau mal, soll ich dir zeigen, wo es den gibt? Ja. Schau mal, wir müssen auf die einen der Fragezeichenblöcke drauf. Entschuldigung. Da war gerade der Luigi. Pixel Luigi. Wenn ihr den gesehen habt, der war es genau vor mir. Hast du den gerade gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Nicht? Gerade eben ist der Bildschirm da, aber auch ziemlich dunkel. Ja. Hey, da unten ist Geld. Warte, ich hol kurz die Blumen. Ja. Auf zu... Warte. Stopp. Hier hinten. Schau ihn bitte an! Bitte, schau ihn an! Warte... Oder einfach so! Verarsch! Nein! Schau mal, ich will da rein! Ups, falsch! Hey! Schau mal, ich will da rein! Oh, schau mal, hier oben ist was! Moneten! Aber eins kapiere ich immer noch nicht, wenn Peach jetzt den Item hat, was Luigi gerade hat, warte, dann schwimmt er gerade gar nicht, weil Peach kann ja automatisch wegschweben, oder nicht? Aber da kann sie noch weiter. Sorry. Okay, stopp. Hol den Mann ab. Haha. Ich weiß, dass es nur fake war. Es war alles nur fake. Es war alles nur fake. Mein ganzes Leben fake.
weil ich auch weiß. Nein! Oh, oh, schock mich! Noch drei Menschen, dann haben wir wieder einen Wunder. Die hat Angst, die. Hey, nein, nicht reingehen. Da ist doch so ein Bett, so ein Ding. Sophie. Secret Röhre, da. Und das war jetzt die letzte. Oh, da geht's ja noch runter. Das war jetzt der letzte Stern. Ich hab Angst, also fliege ich nur. See you next time. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass es da auch solche Fake-Sachen gibt. Mhm. Hey, eine ganze, ein Hack von dem. Eine ganze Reihe One-Ups. So einen ersten Level. Alle Fake. Nur jeder 20. ist echt. Aber die One-Ups zeigen zumindest den Weg. Jetzt gehen wir. Wieder geschafft. Jetzt gehen wir zu Bowser. Doch wurde nicht 50. Nein. Und da ist es halt so ein Rohr, wenn der Stefan durch das Rohr durchgeht, dann kommt es genau durch den anderen Rohr raus. Also das da, sieht sie dann halt. Da könnt das noch in so ein Hautlevel. Das zeigen wir euch nach dem. Am Ende der Welt. Nein, nach dem, was wir in Welt 2 vergessen haben. Oh, stimmt ja. Oh, warte, ich bin da mal Peach. Okay. Weil, schau mal. Wieso? Ich hab vergessen, dass dies nicht dieses Level ist. Hä? Was ist das? Das nächste Level, da brauchen wir Peach. Für den Stempel. Okay, aber... Ich dachte kurz, das wäre das Level hier. Nimm du beide, okay? Das eine klettern wir. Da kann man jetzt halt hier an den Gittern rumklettern. Aber mit mein, also mit mein Item geht's nicht. Da kann man halt besser rüberklettern. Ja. Und ich kann das besser fliegen. Und meine Fußtappen sind viel anders. Also meine Pfoten sind anders als Stefan seine. Ja, ich hab Pfoten. Und hat er nicht gerade den Tanuki da sind seine Fußabdrücke halt Schuhe. Du weißt ja, du musst dann versuchen den Stern zu holen. Stopp! Oh, nicht da rein! Hau mal, du musst versuchen da durchzukommen. Ja, dann geh weg! Du hast einen Tanuki. Dann kannst du rausspringen. Oh, noch geschafft, doch! Ja, okay, beam dich. Warte, darf ich dich tragen? Warte so. Du hast die Punkte. Nein! Schon stehen wohl alle Gitterzäune in der ganzen Welt. Einfach eine riesige Fabrik bauen. Schon. Wo bin ich? Ach so, da. Wie soll ich jetzt rüberkommen? Oh. Lass dich nicht verquetschen. Kannst du mir aufhören, auf meine Fädel zu springen? Nein, warte, da liegt eine Katze für dich. Aber wo komme ich? Und hier gibt's dann noch Dada. Alter! Was? Alter, yes! Yes! Yeah! Wenn man reinblasst und Gamepad, da wackeln noch die Bäume im Hintergrund. Und die Blumen. Ja. Ganz spontan.
Ein Sticker von Luigi. Hier mit Katze jetzt. Hey, oder gibt's den nächsten Mario und Wolf? Oh, das wäre auch geil. Ja, das wäre sowas von Keil. Keil? Geil. Nicht Keil. Du sagst das gerade Keil. Nein. Irgendwie, wenn ich Keil höre, denke ich immer an Kenny. Wie ist Kenny? Keine Ahnung. Sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine! Okay, da muss ich jetzt Peach sein. Wieso? Weil da gibt's ja diesen Stempel. Aber stopp. Hier unten ist da noch der Stern. Manche übersehen den immer öfters, also... Ja. Vergiss nicht! Und schau mal, da haben wir nur voll wenig Zeit, also... Durchwerfen! Weil am Ende, da gibt's noch einen Block mit unendlich... Teilen... Wie heißen die? Eier mit unendlich Münzen. Schau mal, ich sag Hasen. Es gibt da dann auch einen Level, wo es einen Todsalter gibt. Scheiße. Also hier ist der Prinzessin Peach Salter. Ich war das schon, bis ich wieder beim festen Untergrund war. Nein, noch nicht. Warte. Als erstes geht's hier hoch. Kann ich den Ding haben? Nein, die Katze darfst du nicht nehmen. Die halten wir fürs Next Level auf. Und ich? Auf jeden Fall bei solchen Turbofeldern, da werden dann alle gleich schnell. Yes, sorry, das ist cool. Hey, so kann man nicht sterben. Okay, nicht zum Ziel. Wir gehen nicht zum Ziel. Sag mal, ich hole uns hier ganz viele Münzen. Hey, ja, aber gerade Pixel. Ja. Also du kannst da auf den Teilen noch Münzen holen. Nein! Da sind gerade noch mehr Pixel-Luigis. Nicht ins Ziel. Schau mal, wir holen uns so viele Münzen, wie es geht. Okay, dann musst du warten. So bis 10 Sekunden. Dann bei 10 Sekunden gehst du ins Ziel, okay? Gut. Scheiße! Nein! Yeah! Also offscreen holen wir da dann auch noch den Himmel, die Spitze. Yep. Die Spitzen holen wir nach der Trockenmilch. Nicht so ziehen, Holger, du weißt, es geht kaputt. Oh Mann, das ist so bitter. Dein Stieber? Ja. Jetzt müssen wir gegen Kamek Speck kämpfen. Party Hardcore. It's Party Nightcore. Falls irgendeiner von euch so diese Nightcore-Musik kennt, irgendwie mag ich den nicht so. Was für Nightcore? Und du weißt doch so, zum Beispiel, die machen nur Lieder, aber schneller und mit höherer Stimme. Du kannst haben. Hä? So Nightcore, du kennst doch so, zum Beispiel, I will never be afraid again. Da einfach nur ganz hoch. I will never be afraid again. Das mag ich gar nicht. 0,2 Sekunden. 0,2 Sekunden. Aber solche Leute, die sind Lügner, die sagen, dass sie diesen 0,2 Sekunden schaffen. Aha. Kommt davon, wenn die zu 14? Aber schau mal, braucht ja immer noch Zeit, um zu denen zu gehen. Und das kann... Ja, wenn es so zählt, 1... Hat schon mal 2 gekillt. Ja. Auf jeden Fall, hier ist die Röhrenland. Das Level erinnert auch am besten an... Hey, schau mal, Strand, Gumbas hier drin. Wir stören den Strandurlaub der Gumbas. Ihr habt heute nicht frei, seid Arschgeigen. Hey, da ist ein Frosch. Ein Münzfrosch. Ich weiß gar nicht, was ein Münzfrosch ist. Das Teil ist ein Münzfrosch. Aber was ist das genau? Münzenkosten. Es ist eine Mischung aus Münze als Frosch und Geldbeutel. Ein Münzbeutel. Jetzt zeige ich euch meine Stelle, die an Sonic erinnert. Die hier so mit diesen halt ganz grün und dann hier im Hintergrund. Wieso komme ich nicht dahin? Ich hab Katze. Ah, da unten. Banana! Yes! Ich habe auch Banane gedrückt. Katze sieht man im Wasser, das weiß. Richtig! Mama! Schutzsprung!
Okay, da sind wir wieder. Wir mussten jetzt alle an, von Welt 1 bis so jetzt und 2 mussten wir jetzt auf dem PC draufladen. Also haben wir ein bisschen gewartet und jetzt machen wir einfach schnell weiter. Welt 3 tun wir noch nicht auf dem PC drauf. Hey, komm doch her. Ah. Man kann doch nicht ganz runter. Was denn jetzt? Heilige Maria. Gesundheit. Danke. Aber man kann ihn nur mit einem Kratzer eliminieren. Schau, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Schau mal, hier geht's im Wasser hoch. Und schau mal, auch ohne könnten wir da einfach hochklettern. Warte, stopp. Wolltest du zuerst rein, du musst jetzt hochdrücken und dann runter. Weil im Hintergrund ist da dieses Schiff. Hoch. Und jetzt dann runter. Das machst du hier automatisch. Ah, du geiles Gestattet. Du hast mich ja auch öfter so getackelt. Glaube nicht. Ihr könnt es sogar beweisen, die Videos anschauen. Nimm du die zwei, oder? Warte, haben wir noch irgendwo so einen Motor? Warte, nimm du auch da eins, dann können wir beide ja unsere Dinge wiederholen. Krabi! Krabi. Warte, was denn dort? Ich, schau mal, warte, weil ich so Pixel-Luigi. Ich bin der Pixel-Luigi-Jäger. Du bist leider kein Pixel-Luigi, also... Hier oben ist noch was? Ein Stempel. Warte, da ist noch ein Fragezeichen. Kanonenbox! Funktioniert auch unter Wasser. Vorsicht! Oh, fuck! Bleib hier ein bisschen oben. Hey, da ist ein Riss, du musst so aufstehen. Ja, schau mal, ich schieß ja die Dinger ab. Kann ich auch die Fische fressen? No. Goldröhre. Ja. Das ist doch keine Goldröhre, das ist eine grüne. Aber das ist ja der Fein. Und da ist ja auch ein Stern drin in der Röhre. Warte, ich hol noch halt drüben. Alter! Nimm dir die Krone, schnell die Krone. Ich soll anfangen. Was ist das? Kann nichts dafür. Du bist hochgesprungen, nicht ich. Ja, klar. Das heißt, und irgendwann muss ich auch loslassen. Let go. Let go. Let go. Von diesen den Disney-Filmen, die Eiskönigin. Vorsichtig, ich knalle. Oh, und hier musst du hoch. Hier hoch. Hast du die Eiskönigin angeschaut? Ja. Wieso? Weil? Und meine kleine Schwester hat auch mitgeschaut, also. Ja, okay, dann. Ich dachte, du hast es alleine angeschaut. Ich kann gegen die Wand schießen. Warte. Ich porte mich. Vorsicht. Leg die Felsen jetzt ab, die ist mehr. Da kann ich den zumindest töten. Ich kann den nicht ablegen. Warte, stopp, stopp, stopp. Stopp, hier oben ist noch was. Glaube ich. Ah, da ist doch nichts. Warte doch da auf dem Baum. Oder warte, schau mal. Du. Backflip! Ein Backflip Fuß! Das ist aber schade, dass man, wenn man auf der Spitze landet, dass man keine One-Ups mehr kriegt, oder? Sondern nur 10.000 Punkte. Ja, aber das haben wir auch, aber auch gut gemacht, dann kriegen wir auch nicht so viele One-Ups. Obwohl wir schon den Trick gezeigt haben. Ja, also. Das ist eher auch eine Art Glitz, kann man sagen, oder? Nein. Doch, weil man springt so oft, so ein halb Glitz. Ein Viertel Glitz. Ja, ein Viertel. Okay, jetzt müssen wir euch das beste Level zeigen, das es gibt. Tölger sagt noch nicht, was es für ein Level ist. Ich weiß auch nicht was. Achso, ja. Ja. Es ist ein ganz normaler Bergpass-Sprint. Oder? Oh, das war doch nicht. Bergpass-Sprint? Am Anfang. Los sprinten!
Es ist Mario Kart, sogar mit der Klasse von NES Musik. Alter, du bist schon einfach dumm. Alter! Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Also schreib doch mal in die Kommentare, wenn Stefan einen Auftrag hat. See you next time. Was? Wir müssen den Hasen jagen, aber der ist turbotastisch. Wieso zählst du mich, Mann? Ich renne eine halbe Stunde gegen die Wand. Ja, scheiße. Los, geh jetzt. Aber schau mal, wir müssen ja auch den Stempel jetzt dann sammeln. Elisabeth, nein! Still. Zurück so schnell, du kannst zählen. Erzähl. Ich bin ja noch nicht fertig. Lass mich machen. Mach den, oder? Oh, jetzt komm! Und du darfst... jetzt müssen wir auch noch so hoch wie möglich sprechen. Wo bin ich? Im Himmel. Okay, los, geh jetzt. Tor einsetzen! Hä, was für ein Turbo? Was? Sprungturbo! Die jubeln jetzt die Feen. Schau, die jubeln da mit den Mund so. Weil Luigi's Arsch schon mal offen ist. Meinst du, weil Luigi sich den Hintern... den Hosenboden weggebrannt hat von lauter Rutschen. Toad hat immer noch eine Windel an, also. Und Toad ist ja eine Katze, also. Ja, die ist automatisch gleich nackt, also. Stimmt. Aber heute könnte man da Toads Arsch noch sehen, aber... Hier ist noch ein geheimer One-Up und One-Up. Mit so noch eine gute Sicht. Da zeigt ihr halt was auf Nivea. Let it go, let it go. Ich hab gar nicht mal die Filme angeschaut. Let it go. Sing mal das ganze Lied. Mal, da kann ich nicht. Oh Gott. Das weiß ich aber auch. Let it go. Wer lernt dieses Lied denn schon auswendig? Du. Nein. Doch. Hin und her im Schalter. Was? Das Level hast du. Nein. Hey. What's up, Ben? Nein. Okay, Turbo ein. Oh, das ist schon Arschloch. Zerrennt der Arschloch mich noch. Das wird dich. Hey, Handlock. Diese lilanen Gegner, die jetzt dann gelb immer werden, das sind Elektro-Gegner. Wenn man auf die kann man, wenn die gelb sind, sollte man schnell wegkommen. Aber die kann man zumindest im 3D aufladen benutzen. Was? Die sind ja Elektro-Gegner. Verstehst du? Elektro, 3D braucht Elektro. Badum. Der hat gerade, oder was ist du? Keine Ahnung. Ja, das weiß ich. Oh. Bienchen! Stefan voraus! Oh, yeah. Warte, ich hol uns kurz noch ein Item. Bunny? Oh, Sam, für mich bitte mal. Ey, Mann! Okay, wenn du... Berühr mich durch! Komm doch. Alter Mann! Du. Hör auf! Das ist er schuld! Du hast mich ja auch immer getragen. Ja.
Guck, was für ein Lügner er ist. Wirklich, Tolga? Wirklich? Wie sind wir jetzt weg? Ich hab dich nicht runtergeschubst. Oh. Opfer! Ich hab's hier schon. Bye bye. Ja, wie geil, das gibt noch schon unsere One-Ups an. Wir haben ja Krone, Krone, Krone. Wir haben Krone, Krone 7. Immer noch im Krone-Bereich. Oh Mann, ey! Nicht! Tu mich nicht tragen! Aber du mich nicht! Ja, jeder geht auf eine, jeder geht auf eine Ecke. Ich einfach in die Mitte. Vorsicht! Ich will nicht so viel, ne? Ich bin im Schwarzen Meer. Ich dachte immer, wie tot, dachte ich immer wieder, wenn er Muschel sagt oder irgendwas so ähnlich, dann dachte ich immer wieder, das ist Pummelus. Pummel! Mama! Hey, mach nie die Schlampfattacke bei dem Kerl. Ich sehe nichts, Mann, ich weiß nicht mal, wer ich bin. Warte. Feuerblume hilft nicht. Wow. Ist das selber schon? Warte kurz. Kann ich warten. Was machst du? Oh Mann. Ich geh einfach voraus. Aber schau mal da unten, da müssen wir dann denen noch den Stern zeigen. Also hier kann man nicht so gut sehen, weil ich mit dem Scheiß... Hier! Oh, ich bin ein bisschen schnell. Sterni! Wenn ich auf den Touchpad drücke, dann kann ich den Knopf ein bisschen machen, so. Kann ich den auch irgendwie wegholen? Jetzt müssen wir springen. Sprung! Nein, 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 nein! Stopp! Jetzt müssen wir... What the? Also, was machst du? Ja, komm! Warte! Ich will mir erst meine Feuerblumen hier haben. Auf alle Fälle, da unten, da ist ein Stern. Also wir müssen beide links stehen. Nein, stopp! Wir müssen da hoch. Oh, auch wenn da jetzt oh, was kommt. Also ich komme jetzt auf. Das ist Wippel, was machst du? Wir müssen den Stern noch holen. Das ist ein Stern. Hier oben war die ganze Zeit immer ein Stern irgendwo. Ich habe ihn nicht gesehen. Glaube ich. Also ich sehe noch einen scheiß One-Up. Was machst du? Oder nein, stopp, wir müssen doch noch mal da drauf. Tag springt auf meinen Kopf. Alter. Versuch also auf dich drauf zu kommen. Wenn man sich duckt, da kann man dann besser einen hochhelfen. Nein! Oh Scheiße. Warte. Wie viele Dinger sind das denn überhaupt? Das, ich hab nur zwei gesehen. Das war... Sink Stampfattacke. 1, 2, 3. Nein, 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 nein. Sie kommen. Appala. Sink Stampfattacke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Sink Stampfattacke. 1. Shot.
Scheiße. Willst du mal auf mich hören, dann wären die Gegner nicht mehr da. Ja, würdest du mal einmal nicht vorausgehen? Ist das meine? Okay, dann kannst du die da töten. Ja, steh mir doch einmal nicht im Weg! Ah, wirklich? Nein. Wo gehst du? Was machst du? Dieses Monster kommt gerade. Siehst du nicht, dass ich versuche, uns zu retten? Nein. Alter, die ist ja aus dem Ding. Wirklich? Tötet es mich immer wieder? Wer ist nicht schuld? Ja. Was machst du? Endlich kann ich mich wieder rächen. danke für die... Wie willst du jetzt kommen? Außer... Ja, guck so. Ich hab dir gesagt, wir haben Stern verpasst. Ah, du willst ja nicht hören. Oh, die sind zwei Stück. Ja, schau, wir spielen ja 100% mit Todd und Luigi oder zumindest mit Toad. Hey, wo soll denn das Ding sein? Ja. Ich hab's dir ja gesagt, ich hab's gesehen, aber weil du zu weit gegangen bist, weiß ich jetzt nicht mehr, wo es ist. Wenn du geschafft hast, musst du es ja auch selber schon. Wie hat gesehen. Also, wir machen kurz einen kleinen Cut, diskutieren das aus und sind gleich wieder beim... Ja, ich bin so dumm gewesen und habe vergessen, den Stern einzublenden. Also da bei diesen Achtern, bei diesen 1000 Fussi-Wussi-Teilen, da muss man, wenn man da runterfällt, muss man die ganze Zeit nach rechts auf den Schalter drücken. Auch wenn es dann den Berg hochgeht nach rechts. Dann hier kommt man zum Stern. Okay. Vor dem Schloss, da zeige ich noch das Captain Toad Level. Tolga kann mal wieder was erzählen. Gewusst, wenn ich im Kissen nichts erzählen. Ja, schau mal. Vielleicht hast du bis heute irgendwas zum Erzählen. Überleg dir einfach irgendwas. Ah ja, stimmt. Also ich habe jetzt mal bei Animal Crossing New Leaf habe ich einen Glitch erfunden. Bei einem Chat, wenn sie dreimal Slenderman schreibt. Beim der Chatbox doch, oder? So, oder ja. Wohin schreiben? Bei der Chatbox. Dann kommt Slenderman ab und zu auch eingedrückt. Also so kommt es auch als kleine Bilder so einmal kurz her. Also das ist kurz da und wieder dann nicht mehr. Wo ist das Bild da? Aber das müsste man dann an einem bestimmten Tag und einem bestimmten Jahr. Also ich habe es jetzt halt am 29. Also 29. Juni. Mhm. Da habe ich es herausgefunden. Oder wenn es immer geht? Das geht nicht immer. Hast du es auch dann am 30. probiert? Mhm. Um es jetzt ein paar deiner Freunde zu zeigen oder so? Ja. Ich muss da hoch und da rüber. Das ist ein Slenderman. Warte, ich zeige das kurz. Und wer Slenderman nicht kennt, schaut ihr ja nicht ein Let's Play von Slender an, wenn ihr jünger seid. Weil das ist ein ziemlich gruseliges Spiel. Naja, für ihn, für mich nicht. Ich will ja nicht solche große Spiele, weil... Ich schon. Nee, kann man sehr, sehr leicht erschrecken. Ja, guck, buh! Das geht jetzt nicht. Also so leicht auch hier nicht. Ich bin doch runter von da, da gehst du einfach den Ding hoch, da bist du dort. Upsi. Falschi. Richtig. Wie? Musik. Ah, jetzt sag ich's.
Na, oh, doch, da. Warte, jetzt habe ich, weiß ich, wo ist das? Was willst du noch erzählen? Okay, jetzt weiß ich, wie es ist. Nein! Ah, jetzt bin ich Mini Captain Toad. Mini Captain Toad. Oh nein! Die Stimme? Ja! So wie bei Pikmin 3 oder Pikmin 4 oder Pikmin 5. Pikmin. Und ich hab nicht Pikmin gesagt. Was? Das ist nicht Pikmin. Das hat sich schon so angehört. Erzähl du mal was! Ja, schau mal, ich konzentriere mich, um das schnell fertig zu kriegen, das Level hier. Wenn du dich konzentrierst, dann konzentrier dich mehr! Was? Wenn du dich konzentrierst, dann konzentrier dich mehr! Streng dich an! Also, ich hab noch einen Stern. Banana Pose! Ich bin ein Banana-Oktopode. Gebe ich eigentlich das Dessert-Elf-Mit hier raus? Was? Gebe ich eigentlich das Dessert-Elf-Mit hier raus? Du weißt doch, ich hab's gestern gelöscht. Das hast du doch gesagt, ich soll das machen, dass wir hier mehr Platz haben. Weil gestern war der Laptop doch leer. Stimmt. Aber wir zeigen halt die Welt halt alles, so das Bauen können wir weglassen von der Welt. Mhm. Einfach zeigen. Heute? Weiß nicht. Arbeit. Und wir müssen ja in dem Part noch das, was wir in Welt 2 vergessen haben. Oder machen wir es jetzt einfach, weil es war dem Schloss. Ja. Sonst vergessen wir es. Okay. Nein, das zeigt alle Sterne und so zeigt. Mit Menschen mit den Booten da. Okay, wir sind jetzt da im Fragezeichenhaus. Muss ich sogar? Was? Muss ich sogar? Ja, du musst es auch mit. Okay, dann spiel ich kurz. Willkommen im Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen Powerstar. Versuche so viel wie möglich zu haben. Okay. Und nun tritt ein. Fick dich! Wow! Es ist immer ein Kampf. Okay, der ist irgendwie geglitscht. Der war gerade weg. Wir müssen die alle Gegner töten. Oh, was? Und nicht geschafft. Ich habe zurückgekickt. Aber ich bin wieder groß. Oh. Ja Mann, wieso geht das jetzt so schnell? Vor allem da ist es geglitscht. Vorsicht! Alter! Vorsicht! Geh doch absichtlich auf mich drauf! Ed Stefan, Mann! Entschuldigung! Die Quote lasse ich dir da. Wo bin ich denn? Das sind ja unsere gemeinsamen Männer. Also wenn ich dich töte, dann töte ich auch gleichzeitig mich selber. Ja. Hey! Ich bin hier der Wünschling! Ich hasse dich. Ja, du hast es nicht genommen. Ich bin drauf geflogen. Oh, voll. Du musst dich töten. Du hast... Ah! Scheiße, ich kann doch nicht drauf springen. Wie lange kann das noch dauern? Ja. Ah! So lange wie das Jahr des Lucy gedauert hat. Ein Jahr. Ich hasse es. Tret ihn weg. Jetzt hab ich's. Weil man muss das auch von Anfang an wieder machen immer. Und jetzt hat wer so viel mit dem scheiß Panzer. Vorsicht. Warte. Oh, ja. Das ist jetzt meine Karte. Dann nimm die Karte. Steckst du halt im Krieg, aber. Mhm. Mach du die kalt. Mach!
Kern davon. Feier! Ob du dort bist? Ich habe alles gemacht. Dann kriege ich die Krone. Aber also, ich bin jetzt befrozen. Also ja nicht so schlimm. Wir können warten ja nicht um die Krone, haben wir gesagt. Boah, du Schmeckle. Also, wir holen uns noch schnell ein Item und wir sehen uns gleich wieder vor dem Schloss. Okay, unser Bauwied hat nur für 2 Katzen gereicht. Was? Was? Unser Budget. So, Geld halt. Also, Budget? Ja, so heißt das in Englisch, kann man sagen. So, Budget. Aber am Anfang habe ich Bauwied gesagt. Bauwied, ja. Ich habe es verstanden. Was? Habe ich auch so verstanden. Okay, Lotto! Jetzt gehen wir zum Lotto Wise. Wieso sagst du die ganze Zeit scheiß Wörter? Schon gedacht zum Lotto Schwarz? Ja, Lotto Schwarz, bitte. Nein, Lotto Grau. Okay. Lotto Schwarz hat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Dank mir, Alter, dank mir. Juhu! Bitte get the summer. Und im zweiten Level haben wir noch den Lotto vergessen. Oder? Ja, wir holen uns... Oder wir gehen gleich ins Casino rein. Wir gehen noch ins Casino. Ting, ting. Wir schauen durch die ganzen Welten, ob es da noch irgendwo Casinos gibt, bevor wir ins Schloss reingehen. Casino. Aber Katzen können sich auch schnell auf der Overworld bewegen. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schon wieder 100. Wir haben Krone 0 Leben, also sind wir halt doch eigentlich tot, oder? Ja. Wir brauchen noch 10 Leben. Wir versuchen einfach so viel zu holen, wie die Casino, unser Geld für Casinos noch reicht. Wann willst du? Puh. Ich hasse sie, sie ist Mario. Am liebsten mache ich, dass Mario eher zum Beispiel von Bob-Bombs oder so getroffen wird. Es gibt ja auch so einen Stempel, wo Luigi hinfällt. Da habe ich gemacht, das ist Marius. Hab einfach eine Mario-Mütze gemalt. Aber irgendwie sieht es eher aus wie ein Nazi. Ja, sieht er auch aus. So, hab da zwar ein M hingemalt, aber wer hat da kein M, dann sieht es eher aus wie ein Nazi. Das hat 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey, 200. Jeder hat eine Kirche und einen... Helikopter! Geh mal zu der roten Fee. Zu der roten Fee, ja. Meinst du die da? Ja. Wo ist der zweite Grünstein in Welt 3-5? Das sieht halt so aus wie mein Mii, nur das mein Mii geil aus. Ja. What the Monster? Der Mii da oben, ay caramba. Oh mein Gott, kannst du das nicht auf dem Gamepad zeigen? Monster! Hi. Monster Hi? Ja, das sind... Achso, der heißt Monster. Wie heißt der Monster? Weiß nicht. Okay, jetzt sind wir auf dem Kugelmilli Express. Aha. Tut. Kanone! Gleich nicht am Anfang. Jetzt hör auf mich zu tranken! Ich hab dich da hochgebracht, schneller. Na und, du folgst selber hoch. Ja, irgendwie erinnert mich so der Zug immer an The Lone Ranger. Einer meiner Lieblingsfilme. Okay, mein Vater ist gerade reingekommen. Und der achtet auch nicht auf das Schild. Weil er glaubt, ich will meistens, dass er immer leise ist. Ist er so da draußen? Nein! So hier. Aber der denkt, weil... Wie so laut reden? Ja, es ist keine Aufnahme. Alter, was haben die Katzen? Was haben die Katzen? Wegrennen. Was haben die für ein Problem? Ich habe keine Drogen für dich. Genau das habe ich gerade auch gedacht. Ah! Mann, ich brauche auch Maxi. Ich bin der Winzigste. Ich spreche kein Deutsch mehr. Mama. Also, du bist ja wirklich, du hast eine kleine Krone auf.
Bye-bye. Das nächste Item für dich. Nimm doch deine dein Teil. Wie heißt das? Hey, das Capto. Stopp. Warte. Warte, ich wollte eigentlich noch auf den Zug. Warte, ich spiele da vorne noch auf den Zug rum. Ja, oft nicht nur zu tragen. Reg dich auf. Du musst den... Warte, ich gehe da rein und töte den. Okay. Warte, warte, ich muss euch kurz was Cooles zeigen. Oh, ich muss mir so dringend so. Warte, sieht man den? Da vorne läuft was kleines Weißes und wenn ich ihr genau reinzoome, ich sehe es Pixel Luigi. Pixel Luigi rennt vom Zug weg. Da, weil, schau mal, die Kamera ist ja immer ein bisschen nach rechts gelehnt immer. Weil da zeigt zwar nur die linke, aber eigentlich... Ich bin gerade davor. Ich spiele jetzt Titanic. Nein, The Lone Ranger. Sing mal das eine Lied von Titanic. Titanic und Recht und Titanic für das Zeit. Was ist los? Wie ich es gerade gesagt habe? Ja. Oh. Hey, Krönchen. Aber ich meinte Titanic. Okay, da kennt man... Weil die so einen lilanen Ding... Bombetta. Alter! Bombetta kennt man an ihren lilanen Teil. Lilanen. Bei der, da habe ich in Super Mario 3D World, da habe ich immer One-Ups bei ihr geformt, weil da ist sie dann, hat die Bumerangs geworfen und sie ist dann immer so hochgesprungen und wollte mich zerstampfen, aber ich bin immer mit dem Tanuki auf sie drauf und dann Ronnie. Boah, das schneller als ich! Weil die Katze, die kann auch schneller den Turbo aufladen. Nein! Okay, Lord. A baby. Bum 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 bum. This is so crazy. Oh my God, is it so weird? Albert trägt gerade eine Mütze von mir, die ich von meiner Großmutter aus Amerika bekommen habe. So eine Wolfmütze mit solchen Handschuhen extra. Ich hab die da einen Hammer! Habe ich Angst, dass sie mit uns umbringen? Eine mit dem Hammer. Eine das so über. Oh, dieses Video von Ape Crime war so. Oder war das Ape Crime? Mit dem Essen. Das Schrecklichste, das mit den Affen. Sagen wir lieber nicht. Na gut, ne? Also bis zum nächsten Mal. Adios, amigo. Adios, amigo. Adios, amigo.